Ja, heute drüber quatschen TV aus der Cobra, live aus der Cobra, und zwar vom Irminsul Festival. Das Irminsul Festival findet schon zum zweiten Mal statt und es sind alles Mittelalter-Rockbands, Gothic-Bands, die heute hier spielen. Und wir haben zwei Bands, Feuerland und Canus Exitus. Und wir haben einige Interviews mit Bandleadern und Veranstaltern heute Abend. Ich hoffe, der Beitrag macht euch Spaß. Bis dann. Tschüss. Hallo Leon, Irminsul Festival, was steckt dahinter für eine Idee? Ja, es ist eigentlich mal eine Idee gewesen, die zwei Bands hatten, während sie im Bärenloch bei einem Kasten Bier am Lagerfeuer saßen und sich gedacht haben, irgendwie läuft in Solingen metal-technisch relativ wenig. Und deshalb haben sie gesagt, haben wir gesagt, ich war einer, der dabei war, da muss mehr laufen und wir müssen einfach mal was organisieren. Das ist jetzt die zweite Runde Irminsul dieses Jahr. 2008 war das erste Mal und da waren 200 Leute da und waren voller Erfolg und alle waren zufrieden. Ich denke mal, da waren die Bands, die wir ausgesucht hatten, nicht ganz die besten, also quasi wirkliche Anfänger. Aber dieses Jahr war es eigentlich schon von der Qualität her im Ganzen eigentlich gut, doppelt so gut wie letztes Jahr. Irminsul und Arcanus Exitus, das heißt ja, da spielen so Inhalte, nordische Sagen, Heldensagen und so weiter eine Rolle. Welche Message wollt ihr mit euren Songs und eurer Musik rüberbringen? Ja, es ist nicht unbedingt eine Message, die man klar aufschreiben kann. Es ist, glaube ich, eher so ein Sehnen in alte Zeiten, wo das Leben noch einfacher war, wo man keine Steuererklärung abschreiben musste, abgeben musste. Wo zwar dann mal der Langvogt vorbeikam und mal eben die Hälfte deiner Einnahmen haben wollte, aber man sich nicht mit so komplizierten Sachen rumschlagen musste, da war das Leben eigentlich noch einfach und ja, ich denke mal, danach sehnt man sich. Ich denke mal nicht, dass sich Leute nach Sachen wie der Pest oder irgendwelchen Hinrichtungen aus dem Mittelalter oder aus irgendwelchen früheren Zeiten sehen, sondern eher ja, nach diesem Mystischen, was in der ganzen Sache steckt. In diesem ganzen germanischen Göttertum gibt es ja auch viele, die sich da am rechten Rand der Gesellschaft rumtreiben, also Neonazis, die diese Nazi-Ideologie nutzen, um jetzt wieder Boden zu gewinnen. Wie grenzt ihr euch denn von denen ab? Ja, einerseits schreiben wir auf jeden Flyer drauf, dass wir keine Extremisten auf unseren Partys haben wollen, weder rechts noch links. Da kommt meistens nicht viel Sinnvolles bei raus. Also das ist uns wirklich wichtig, dass wir uns da klar abgrenzen und dann natürlich in Songs. Also wir haben zum Beispiel als Arcanus Exitus Alter Narr geschrieben, absichtlich dafür, um uns von dieser Szene abzugrenzen, die natürlich jetzt auch mit irgendwelchen heidnischen Sagen ankommt.
aber da kann man uns eigentlich kaum vergleichen, weil die Intention eine ganz andere ist. Also wir versuchen nicht mit diesen Sagen irgendjemanden zu aufzuhetzen oder niemand fühlt sich besser durch diese Sagen, sondern es ist einfach nur Märchen. Wir erzählen auch christliche, frühchristliche Geschichten und also wir als Arcanus Exitus, und ich denke mal, das ist die Bibel und das Heidentum, also quasi die Edda, die Bibel des Heidentums, eher so ja, wie eine Sagengeschichte, wie einfach ein Märchen, die wir einfach nochmal neu erzählen wollen. Hallo Ferdinand. Ja, hallo. Irminsul Festival heute, ja, hier in der Cobra. Genau. Wie läuft's ab? Wie geht's? Ja, geht eigentlich gut. Also die Bands sind alle in Form und mir gefällt's sehr gut. Also von der Musik ist echt super. Bist du denn ein bisschen nervös jetzt vor eurem Auftritt? Es geht. Also wir haben ja schon mal hier gespielt und mehrere Auftritte hinter uns. Also hält sich's in Grenzen, aber ich freue mich definitiv drauf. Was hat sich denn getan im letzten Jahr bei Arcanus Exitus? Ja, wir hatten viele Mitgliederwechsel, insgesamt 3. Und ja, viel mehr geprobt und öfters mal umgezogen. Aber insgesamt hat sich die Band-Situation verbessert. Gibt es ein paar neue Songs? Ja klar, immer doch. Wir haben, glaube ich, 3 neue. Im Gegensatz zu letztem Jahr und von letztem Jahr natürlich verbessert. Klar. Und die hören wir heute Abend? Natürlich. Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall. Muss man auch sein. Danke dir, Ferdinand. Ja, kein Problem. Arcanus Exitus, die gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile. Welche Zukunftspläne gibt's? Ja, das hängt ganz davon ab, was die Bandmitglieder sagen, weil viele gehen jetzt aufs Abitur zu, haben es jetzt in ein paar Monaten dann auch geschafft, und da wird sich zeigen, wer wohin geht, ob es neue Bandmitglieder geben wird, wie die Intentionen liegen, weil wenn wirklich die Leute aus der Band richtig anziehen wollen, dann geht es auch bergauf. Wenn sich jeder voll reinhängt, dann sehe ich das Ganze sehr optimistisch. Welche Zukunft hat denn das Irminsul Festival? Das ist eine sehr gute Frage, weil wir nicht sicher waren, wie dieses Jahr das Irminsul Festival verlaufen wird. Wir hatten uns eigentlich mehr darunter vorgestellt, also quasi, dass mehr Leute kommen. Das kann aber auch daran liegen, dass es jetzt nach Silvester ist und die Leute nur noch ihren Rausch ausschlafen müssen. Letztes Jahr, beziehungsweise 2008, hatten wir das vor Silvester. Und daran kann es liegen. Wir wissen jetzt nicht genau, warum jetzt gerade mal vielleicht genauso viele Leute wie letztes Jahr da waren, obwohl das Line-Up schon einiges besser war. Es gibt Pläne, dass man das Ganze noch größer aufziehen wird, aber da ist natürlich eine Schwierigkeit, die Beziehung zu den Wurzeln zu behalten, also dass auch junge Bands spielen können.